Unser heutiges Ziel haben wir tatsächlich nach dem Stellplatz ausgesucht, weil wir im Stellplatzradar gelesen haben, dass dieser Platz sehr schön gelegen ist und sehr durchdacht. Und wir sind in der Gegend zwischen Kronach und Coburg gelandet. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir haben unser Ziel erreicht. Wo sind wir heute? In einen Ort mit Witz. Witwitz heißt der Ort. Ist in der Nähe von Coburg. Und Kronach, irgendwie dazwischen. Genau. Und wir versuchen jetzt mal rauszukriegen, ob es einen Grund gibt, nach Witwitz zu fahren. Für uns reicht schon, dass der Platz gut bewertet wurde beim Stellplatzradar. Es passen hier 27 Wohnmobile hin, sind auch ein paar extra als Liner-Stellplätze ausgewiesen. Gibt es ein Bistro, Currywurst, Kaffee, Kuchen. Hier drüben haben wir dann die Zahlstation für den Strom. So, jeder Platz ist mit der Möglichkeit versehen, Strom zu bekommen. Kilowattstunde kostet derzeit 1 Euro. So, das was hier so aussieht wie ein Spülplatz ist natürlich keiner mehr, weil man das warme Wasser abgestellt hat. Offensichtlich haben das zu viele Menschen als kostenlose Wasserentnahmestelle genutzt, weniger als Spülplatz. So, dass man jetzt hier mit diesem Hinweis die Gäste bittet, wenn sie hier Wasser entnehmen, Gießkanne passt ja auch schön rein, den Preis zu entrichten und hier oben in das Kästchen einzuwerfen. Und daneben ist der Automat zum Bezahlen des Stroms. Da kann man hier seine entsprechendes Guthaben, seine Stromsäule, die direkt am Platz ist, aufladen mit ausreichend Strom. KW, wie gesagt, 1 Euro zurzeit. Und für die Müllentsorgung ist natürlich auch gesorgt. Und es gibt auch noch ein Ferienhaus, das man mieten kann, aber bis jetzt glaube ich nur eins. Dann haben wir die Entsorgungsstation. Grauwasserentsorgung ist im Preis inklusive. Alles andere muss man gegen Gebühr entleeren oder versorgen. Wenn man hier länger bleibt und tagsüber den Platz mal verlassen möchte, kann man sich aus dem Raum, in dem der Automat für die Stromversorgung sich befindet, ein Warndreieck nehmen und einen Platz entsprechend reservieren. Direkt vor dem Platz ist ein Edeka, ein Netto, Getränkemarkt, eine Imbissbude auch noch mit Nackensteaks und Bratwürsten. Wir Thüringer sagen ja Bredel und nicht Steaks, aber das wird im Rest Deutschlands nicht verstanden. Hier ist dann wohl der Weg zu den sanitären Anlagen und der Zugang zum Bistro und seinem Imbissangebot. Hier der Blick von der Terrasse des Bistros. Es sind 32 Platznummern, aber nur 27 Stellplätze, soweit wir das mitbekommen haben. Es sind Plätze weggefallen durch dieses neue Ferienhaus. Die sanitären Anlagen können wir euch nicht zeigen, die konnte man nur als Paket buchen, 6,50 Euro pro Tag. Wir haben jetzt völlig unbeabsichtigt das Kirchweihwochenende von dem Ort erwischt. Hier ist alles auf den kommenden Samstag ausgelegt mit Kirchweihmarkt, mit speziellen Speisen in den Gasthöfen. Bekannt ist Mitwitz dem ein oder anderen Märchenfreund, der auch mal den Abspann liest aus den drei Federn. Da spielte dieses Schloss eine gewichtige Rolle. Ja, hier hatte man irgendwas aufgebaut und Guy Dumont als Fürst verkündete die Aufträge für seine drei Söhne, an deren Erfüllung er die Weitergabe des Reiches geknüpft hatte. Das Schlösschen kann man auch besichtigen an den Wochenenden und ganz speziell an dem Kirchweihwochenende
gibt es wohl auch ein Kostümspektakel am Nachmittag, das wir uns aber leider nicht angeschaut haben, da wir anderweitig beschäftigt waren. Wasserschloss ist natürlich auch ein schöner Schlosspark, in dem man ein wenig spazieren gehen kann. Ein paar Enten auf dem Teich, die man füttern kann, wenn man möchte. Ich habe gar nicht gelesen, ob es erlaubt ist. Alles vorbereitet für das Kirchweihfest. Also nach dem, was wir jetzt so die erste Stunde, die wir da sind, gesehen haben, lohnt sich das schon, mal ein Wochenende hier zu verbringen. Okay. Sind wir hier am Naturpark Frankenwald mit einem Vogelschutzgebiet und einem Blick auf das grüne Band. Wunderschön. Der Kirchenbau stammt aus dem 15. Jahrhundert, ist seit 1565 evangelisch. Katholische Gottesdienste finden in der Schlosskapelle des Wasserschlosses statt. Im Innenraum gibt es eine hölzerne Kanzel aus dem Jahre 1731, die von Johannes dem Täufer getragen wird. Uns hat es sehr gefreut, dass die Kirche zum Besichtigen auch nach 18 Uhr geöffnet war. Wir hoffen, dass das nicht bloß so ist, wenn die Kirchweihfest stattfindet. Vielen Dank, dass ihr uns wieder begleitet habt. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Es verabschieden sich wie immer ganz herzlich Aloysia und Joachim.